Ja, es gibt sehr wohl Rettung. Der Ansicht, es hat schon immer eine gewisse Geschichte gegeben, die nicht liest, daran kann man nichts ändern, der schließe ich mich auf gar keinen Fall an. Schon deshalb nicht, weil es hier um Bildungs- und um soziale Gerechtigkeit geht. Allerdings funktioniert das mit der Rettung nur, wenn man die Realität der 20% anschaut, wenn man dieser Realität eine besondere Aufmerksamkeit schenkt. Man muss genau hinschauen und auf dieser Realität aufbauen, weil sonst alle Leseförderungsbemühungen an der Zielgruppe vorbeischrubben. Was für den einen Lesefreude ist, ist für den anderen Lesequal. Das Kinderlesen ist leider kein Naturgesetz. Es gibt natürlich viele Kinder, die lieben gerne lesen. Es gibt aber auch viele Kinder, die lesen einfach nur die kalte Schulter zeigen, weil Lesen ist für sie gleich Schule, Lesen ist gleich Arbeit, Lesen ist anstrengend. Und vieles, was Eltern und natürlich auch Schule Kindern zu lesen vorsetzen, wird von Kindern halt einfach als langweilig empfunden, als Textwüste oder nicht modern. Und genau da müssen wir ansetzen. Wir müssen die Leseabstinenzler mit Neugier locken. Wir müssen ihnen Themen, die sie ohnehin begeistern, sei es als Film, sei es als Fernsehserie, als Spielzeug, aber auch als App, relativ barrierefrei, kurzweilig, nicht durch Textwüsten erschlagend, als gedrucktes Produkt umsetzen, als Zeitschrift, als Buch, auch als Comic, damit die Kinder ihre Begeisterung ausleben können, ihren Wissensdurst stillen können, ihre Neugier bedient bekommen, ohne primär daran zu denken, dass sie dafür lesen müssen. Weil eins liegt in der Natur des Kindes und das ist die Neugier und die müssen wir bedienen. Niemand ist für das Lesen verloren. Aus der empirischen Forschung wissen wir, dass es wirksame Konzepte gibt zum Ausgleich verschiedener Defizite im Bereich Lesen, zum Beispiel zum Steigern der Dekodierfähigkeit oder auch zum Leseverständnis. Wichtig für die optimale Förderung im Bereich Lesen sind zum einen ein günstiger Förderzeitpunkt, der darf weder zu spät noch zu früh liegen, und die Orientierung an einer qualitätsvollen Diagnostik. Im schulischen Unterricht kann Lesen gleichermaßen gefördert werden wie in außerschulischen Bereichen. Ob nur 20% unserer Kinder für das Lesen verloren sind oder nicht noch viel mehr, das weiß man nicht so genau. Jedenfalls sagen immer mehr Kinder, dass sie nicht zum Vergnügen lesen und dass sie nicht freiwillig lesen. Vor allem lesen sie keine Ganzschriften mehr, keine gedruckten Zeitungen, keine schöne Literatur. Warum ist das so? Weil ihnen das Lesen längerer Texte zu anstrengend ist und weil sie nicht so gut lesen können, dass sie Spaß am Lesen hätten. Lesen konkurriert mit anderen Tätigkeiten, die Spaß machen. Hier müssen wir ansetzen. Ich setze darauf, dass die Leselust aus der Lesekompetenz erwächst. Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass unsere Kinder in der Grundschule so gut und so flüssig lesen können, dass ihnen das Lesen Spaß macht.